Willkommen zurück zu unserem Let's Play Minecraft. Ja. Ihr wisst ja, wir hatten aufgehört zu minen, zu erkunden und unsere Festung zu bauen. Aber damit ist jetzt Schluss. Wir machen jetzt erstmal wieder weiter. Ich hatte momentan nicht wirklich so Lust auf Minecraft, aus welchem Grund auch immer. Ja. Ich glaube, das waren jetzt erstmal so die Ankündigungen. Außerdem, ich weiß jetzt nicht, welchen Tag wir haben, dritter oder vierter, auf jeden Fall ein Mittwoch in der ersten Ferienwoche in NRW, gab es ein neues Update, und zwar das Update auf die Minecraft-Version 1.2.5. Da drinnen wurden sehr viele Bugs behoben, aber es gibt auch einen Bug, dass, wenn man manchmal Minecraft startet, einfach nur dusch, Ende ist mit Minecraft. Das kann manchmal passieren. Gut, ich wollte mir jetzt ein größeres Haus bauen. Dafür brauchen wir aber erstens mehr Holz und zweitens brauchen wir dazu große Fläche. Und da wir hier einen Wald haben mit großer Fläche und vielen Bäumen, ist das eigentlich zwei Lösungen in einer. Ja, und dann nehmen wir das auch gleich. Zwar nicht wirklich naturschützend, aber mir egal. Die Ökis kennen mich, Ökos können mich mal. Sorry wieder für die Lags, aber wie gesagt, das ist der Wald hier. So mehr wir davon abholzen, desto weniger Lags entstehen. So gesagt. Damit ist das ja gar nicht schlecht, dass wir hier den ganzen Wald abholzen, oder? Die ganze Erde müssen unsere Augen weniger verkraften. Ja, ich benutze wieder das Minecraft Basic, was jetzt auch wieder geupdatet worden ist für die Version, ne? Für die Version 1.2.4. Ja, ich weiß, wir spielen auf der 1.2.5, aber das ist jetzt egal, da ist ja nur fixes waren. Es wurden keine neuen Blöcke oder so hinzugefügt, somit ja, somit gibt es eigentlich nichts, was wir verändern müssten an Minecraft. Tja, Pech gehabt. So, das muss man auch mal sagen. Die verschiedenen Zones. Hammergeil. Hammergeil. Boah, jetzt kommt gerade die ganze Kohlensäure hoch, weil ich habe jetzt kurz vorm Drehen nochmal was, ein Schlückchen getrunken, damit ich mich ein bisschen besser anhöre und nicht so rau. Und das wäre ja nicht so gut für die Zuschauer. Das hört sich ja dann nicht so geil an. Wirklich. Oh, Alter, ich guck einmal in den Wald und hab nur noch 6 Frames. Das ist heftig. Ja, ich glaube, ich nenne das jetzt mal wirklich Waldrodung. Ich meine, das. Ich weiß nicht. Ein Video hatten wir, glaube ich, das hieß schon Waldroden, ne? Ja, dann nenne ich das jetzt mal Waldroden 2. Nein. Ich glaube, ich nenne es Minecraft Version 1.2.5 oder so. Ah, Essen, schöne Äpfel. Ein Apfel. Ah ja, übrigens, ich habe als Skin Fade aus Mirror's Edge. So. Auch cool ist das, seit der 1.2.4 hier wieder diese Icons da sind. Das heißt, hier kann man, dass man weiß, wo was hinkommt. Oben der Helm, dann hier der Brustpanzer, die Hose und die Schuhe. Manche wissen gar nicht, wie man das dann anordnen soll, obwohl das eigentlich schon sehr logisch ist. Ich meine, die Figur steht ja direkt daneben, ne? Ich habe mir auch erstmal vorgenommen, so eine Dreiviertelstunde, eine Stunde zu spielen, weil es ist abends schon, deswegen bin ich so ein bisschen leiser. Kann man ja hören an meiner Stimme. Ich tue so ein bisschen
leiser sprechen, aber das ist ja jetzt nicht wirklich so schlimm. Naja. Da muss ich mich mal eben am Kopf kratzen. Yeah, 7 Frames. Eine Feier. Jetzt klingt die Minecraft-Musik sehr stark durch. Oh, meine Katze. Ist gerade an der Tür. Wow, das war jetzt knapp. Weil, wenn man ja mit der Axt an die Blätter kommt, verliert man ja zwei Einheiten. Das ist jetzt nicht wirklich praktisch, um einen ganzen Wald abzuholzen, wenn man dann immer die Blätter berührt. Ich werde niemals aufgeben. Mann, ey. Boah, Alter. So stark habe ich Minecraft-Musik jetzt wirklich nicht eingeschätzt. Ah, seht ihr das Gras? Das bewegt sich jetzt auch damit. Mit dem neuen Texture Pack. Genauso wie das Weizen, wenn das fertig ist. Oder auch schon halbwegs fertig, dann bewegt sich das auch. Da seht ihr's. Ich kann auch näher dran gehen extra dafür. Es bewegt sich immer so ein kleines Stück nach rechts und wieder zurück. Finde ich lustig. Hä? Mysteriös, mysteriös. Sehr mysteriös. Ups. Erstmal hier das ganze Holz. Oh, schick. Schick, schick, schick. Das habe ich gar nicht gesehen eben. Man das ganze Holz verarbeiten wieder. Fail. Ach ja, stimmt da. Es gibt seit der 1.2 gibt es verschiedene Holzfarben. Das heißt zum Beispiel also hier die normalen Bäume, die machen auch normales Holz. Dieses hier, das normale braune. Dann machen die Weißen diese Birkenbäume, die machen das helle hier, das Weiße. Dschungelbäume machen rotes Holz, also sehr rot gefarbenes Holz. Und diese Tannenbäume, die machen wirklich sehr, sehr dunkles Holz. Schon fast schwarz. Aber wir können momentan die Weißen erstmal nicht gebrauchen. Die benutze ich in letzter Zeit nur noch für den Boden, wenn. Wenn man nur 6 Eisen, ne? Wow, ist ja echt viel. Wir müssen noch mal eben unsere Schafe fortpflanzen. Haben wir noch Getreide? Ja. So, Nummer 1, Nummer 2. So, die beiden auch. Stimmt, ich glaube, noch andere Huhn immer noch nicht. Das ist aber geschart. War wie auch. Muss ich halt dort verhungern, ne? Kann ich nichts machen für. Tut mir wirklich leid, aber geht halt nicht anders. Irgendwas wollte ich doch gerade machen. Irgendwas. Ja, Penny auch.